Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, dass ich seit Wochen ein Messer antease, das ich bestellt habe und auf das ich sehnsüchtig gewartet habe. Das ging so die letzten gut 2 Monate so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist endlich da. Aber bevor ich das Messer mit euch auspacke, möchte ich ganz gerne noch ein bisschen was dazu erzählen, wie so meine Erfahrungen in den letzten 2 Monaten gewesen sind. Wenn euch das interessiert und vor allen Dingen auch, was sich dann hier letztendlich drin verbirgt, dann bleibt doch einfach dran. Willkommen zurück. Ja, vor jetzt gut 2 Monaten. Da saß ich an einem Wochenende, war glaube ich der 23. oder der 24. September, bei mir auf dem Sofa und habe so ein bisschen durch Facebook geguckt und da fiel mir ein Post auf, ich weiß gar nicht mehr von wem. Da war ein kleiner Friction-Folder abgebildet, der mir sofort ins Auge sprang. Und da habe ich dann kommentiert, Mensch, was ist das denn für ein Teil? Und bekam dann die Antwort. Das wäre ein Messer von Simone Tonolli Knives. Sagte mir ehrlich gesagt nichts, aber ich habe dann natürlich sofort im Internet danach gesucht und wurde auch fündig und bin auf die Seite von Simone Tonelli Knives gegangen. Und das möchte ich jetzt mit euch gerne nochmal wiederholen. Dazu holen wir mal mein iPad hier mit ins Bild. Und ja, da ist das Messer, das sogenannte Clutch, ein kleiner, kompakter Friction-Folder. Und da wird es die wenigsten von euch wundern, dass mich dieses Messer natürlich angesprochen hat. Das gezeigte Messer auf Facebook war ein Messer mit Titanplatinen. Ich habe dann so geguckt und gesehen, es gibt hier eins. Das könnte Mikata sein oder auch Bokote. Man kann das Messer hier dann auswählen, das man haben will. Gibt es wie gesagt in verschiedensten Varianten. Ich bin dann hier auf Materialauswahl gegangen und habe dann versucht, hier mal mir das Titanmesser anzuzeigen. Wurde nicht angezeigt. Dann weiter mit Bokote. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bokote sein soll oder ob es doch eher Mikata ist. Naja, jedenfalls habe ich das Ganze dann durchprobiert. Natural Mikata auch nichts. Mikata Black Black auch nichts. G10 Black auch nichts. Olive Green auch nichts. Und hier, bei dem bin ich dann letztendlich fündig geworden. G10 Black und Gun Coty, muss ich auch ganz ehrlich sagen, sagte mir in dem Moment nichts. Ich habe inzwischen gelernt, dass sich das um eine Beschichtung handelt, eher ähnlich wie Cerakote oder Cerakoti. Aber zu diesem ausgewählten Messer habe ich dieses Bild hier gesehen und das gefiel mir optisch sehr gut. Ich bin eigentlich nicht so der G10-Freund, aber hier sah das Ganze richtig gut aus. Ein gräulich-schwarzer G10-Griff und eine Klinge, die mich eben auch schon auf dem Facebook-Bild fasziniert hat. Ich muss mal gucken, ob ich das hier vergrößern kann. Ansonsten blende ich euch das Bild hier jetzt nochmal ein, damit ihr wirklich seht, die Klinge hat so einen stufenartigen Verlauf, also so viele kleine Rillen, die längs entlang laufen, macht das Ganze für mich sehr interessant und die Farbkomposition, dieses gräuliche Schwarz, die gräuliche Klinge hier schön fotografiert auf einem grauen Paracord, war genau mein Ding, habe ich dann bestellt. Auf der Webseite hat der Simon angegeben, dass seine Bestellung etwa 3 bis 6 Wochen dauern. Ich bin jetzt irrtümlich wahrscheinlich davon ausgegangen, dass ja bei meiner Auswahl auch ein Bild gezeigt wurde
Und da hatte ich so ein bisschen gedacht, okay, bei den Sachen, wo jetzt kein Bild ist, die sind wahrscheinlich gar nicht verfügbar. Die muss er erst bauen. Das wird dann die 6 Wochen dauern. Ich hatte jetzt angenommen, bei dem Bild, okay, ist vielleicht ein Modell, das er schon vorab gefertigt hatte, das man gegebenenfalls sogar schneller bekommt. Denn auch das hat der Simon angedeutet, dass er natürlich versucht, seine Messer auch schneller auszuliefern, aber sich dann eben so ein bisschen Puffer einbaut mit den 3 bis 6 Wochen. Kann ich voll und ganz nachvollziehen, hatte ich auch überhaupt kein Problem mit. Ich habe dann gewartet und gewartet und habe gedacht, okay, wenn das Messer tatsächlich verfügbar ist, dauert es vielleicht 2, 3 Wochen und hatte euch das ja dann, wie gesagt, auch immer in den Videos angedeutet. Nach 3 Wochen passierte nichts, nach 4 Wochen auch nichts, nach 5 nicht, auch nach 6 noch nichts. Und als dann die 7. Woche ins Land gestrichen war, habe ich dann begonnen zu versuchen, den Simon zu erreichen. Ich habe zunächst auf die beiden E-Mails geantwortet, die ich bekommen habe, nämlich einmal eine Orderbestätigung, also eine Auftragsbestätigung vom 26.09. und einige Tage später dann habe ich nochmal die Rechnung bekommen für das Messer. Und ich habe auf beide E-Mails sowohl in Englisch als auch in Italienisch geantwortet und ihn gefragt, wie es denn jetzt so aussieht. Die 6 Wochen seien ja nun auch rum, fast 2 Monate sind vergangen und ob ich da irgendwie mal mit einer Angabe eines Liefertermins rechnen kann. Auf diese E-Mails kam keine Reaktion. Und irgendwann habe ich dann auf Instagram gesehen, dass der Simon da auch relativ aktiv ist und auch kommentiert. Und dann habe ich unter eines seiner letzten Fotos, die er da gepostet hat, halt geschrieben: Mensch, Simon, wäre ja ganz toll, wenn du mal reagierst. Und habe ihn dann auch direkt angeschrieben in einer Nachricht und habe gesagt: Jetzt sind hier jetzt schon fast 8 Wochen ins Land gegangen und ich habe immer noch nichts gehört. Wie sieht es dann jetzt aus? Daraufhin bekam ich dann tatsächlich eine Antwort, die dann hieß: Oh Mensch, sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Messer wird heute spätestens morgen fertig. Das war letzte Woche Montag. Heute haben wir Samstag, also vor knapp 2 Wochen hat er mir das geschrieben. Ich habe dann bis letzte Woche, Samstag, Sonntag gewartet. Ich glaube, am Sonntag habe ich ihm dann nochmal angeschrieben, habe gesagt: Hallo Simon, du hast mir geschrieben, das Messer wird Anfang der Woche fertig sein. Ich habe von dir immer noch nichts bekommen in Richtung Versandbestätigung, Tracking-Number oder sowas in der Art. War halt nichts da. Simon hat sich dann bei mir am Montag gemeldet und hat gesagt: Oh Mensch, ja, sorry, vielen Dank nochmal für deine Geduld. Und hatte mir dann eine Tracking-Nummer geschickt von DHL Express. So, da habe ich natürlich geguckt, was damit passiert. Die hat er mir Montag geschickt. Da hat er das wahrscheinlich avisiert. Am Dienstag ist dann die Abholung erfolgt des Messers und gestern am Freitag hatte ich es dann endlich bei mir. Ja, dann, wie gesagt, nach gut 9 Wochen. Aber die Freude war natürlich groß, endlich dieses Paket in den Händen zu halten. Und das habe ich dann sofort geöffnet, weil ich es nicht abwarten konnte und fand dann schöne Sachen, ein bisschen was als Beigabe, eine Karte von ihm, so ein Patch, noch ein Aufkleber und schließlich das Messer. Und da war ich auch erstmal überrascht, dass wir hier noch so eine Kydex-Scheide dabei haben, um das Messer sich tatsächlich um den Hals zu hängen als Neckknife. Jetzt bin ich nicht so der Neckknife-Träger, aber da sagt man ja nicht nein, wenn man noch mal zusätzliche Sachen bekommt. Und ich habe es dann aus der Kydex geholt und habe gedacht, irgendwas ist da anders. Das sah auf dem Bild doch anders aus. Und nicht so ganz schwarz.
Und ich habe sofort ein Foto gemacht von dem Messer und habe das dann auch wieder an den Simon geschickt. Habe gesagt, Mensch, Simon, ein Paket ist endlich da. Super, aber das ist ja eigentlich nicht das Messer, was ich haben wollte. Das ist ja All Black. Ich habe doch das auf der Homepage bestellt. Gut, mit dem G10 kann man noch sagen, okay, ist vielleicht auf dem Bild ein bisschen heller, wäre ich mir zufrieden, aber die Klinge komplett schwarz. Die sieht doch ganz anders aus. Es ist doch eine ja, Klinge, die vielleicht ein starkes Stonewash hatte oder wie auch immer, auf alle Fälle wesentlich heller. Und darauf hat Simon dann zurückgeschrieben, ja, ist ein Fehler auf der Webseite. Das ist halt das, was ich dann auch ausgewählt habe, nämlich mit dem Gun Coating, also mit diesem Coating hier drauf. Und das wäre halt das All Black. Wenn es mir nicht gefällt, macht er gerne das Ganze rückgängig, dann soll ich ihm das wieder zurückschicken, ich kriege das Geld zurück. Und dann habe ich nur gesagt, mir ist aber trotzdem schade, weil ich hätte eigentlich genau gerne das Messer, was auf der Seite abgebildet ist. Dann schrieb er zurück, ja, das hast du ja bekommen. Mit dem Coating drauf, in All Black. Entweder willst du das jetzt haben oder nicht, dann schick es mir zurück, ich mache dir einen Level fertig, Rücksendeaufkleber fertig. Ja, da war ich so ein bisschen irritiert. Ich habe dann nochmal zurückgeschrieben. Besteht dann nicht die Möglichkeit, das Messer zu bekommen, so wie es auch auf der Seite abgebildet ist, dann eben mit dieser nicht beschichteten Klinge. Daraufhin habe ich bis jetzt keine Antwort bekommen. Es war gestern Morgen, dass ich da diese Frage nochmal gestellt habe. Ich wollte das Messer jetzt auch nicht zurückschicken, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich so lange drauf gewartet. Jetzt möchte ich es euch zumindest hier auf dem Kanal mal vorstellen und vielleicht ergibt sich ja für mich irgendwann mal die Gelegenheit, das auch zu nutzen mit einer meiner Uhren oder wie auch immer. Ja, aber das Ganze war jetzt natürlich nicht so oder ist nicht so gelaufen, wie ich das erwartet habe und ich sage es ganz ehrlich, ich bin da etwas enttäuscht. Simon schreibt das auch auf seiner Internetseite. Er hat da überhaupt kein Thema mit, wenn einem das Messer nicht gefällt. Man kriegt sofort das Geld zurück. Man kann das Messer zurückschicken, kostenfrei. Das ist alles super. Nur die Kommunikation in den letzten 2 Monaten fand ich eben doch etwas suboptimal. Und dann eben meine entscheidende Frage. Jetzt kann es ja sein, dass da ein Fehler auf der Webseite gewesen ist, dass das falsche Bild bei meiner Auswahl angezeigt wurde. Aber wenn ich ihm dann sage, ich hätte gerne das Messer, so wie es da angezeigt wird, und er schreibt, ja, das hast du ja, finde ich nicht in Ordnung. Also das hat mich ein bisschen geärgert. Aber hier ist das kleine Messerchen, wenn das jetzt in der richtigen Farbstellung, also mit der nicht beschichteten Klinge gewesen wäre, wäre ich voll zufrieden gewesen. Genau mein Beuteschema. Wir gucken uns nochmal die Karte an zum Messer. Da finden wir nämlich auch die ganzen Spezifikationen. Modellname ist Klatsch. Der Stahl ist der Neolox auf 59 bis 60 HRC gehärtet. Der Griff aus G10 und dann die Klinge mit Gun Coty CNC geschnitten und dann eben geschichtet. Und hier ist das Wesentliche, was mich dann eben auch gereizt hat. Gesamtlänge 12,5 cm, Klingenlänge 5 cm und die Stärke 3,5 mm. Das Ganze, ich habe es jetzt noch nicht gewogen, wiegt wahrscheinlich nicht viel mehr als 50, 60 Gramm. Also da auch noch alles soweit in Ordnung. Ja, da bleibt mir jetzt nur euch noch mal ein paar Nahaufnahmen zu zeigen. Ich hoffe, auch mit der Beschichtung kommt dieses tolle Klingenfinish rüber, was mich eben sehr beeindruckt hat. Ganze recht clean gehalten, nur die TS-Markierung hier oben auf dem Ricasso. Die Angel ist relativ kurz, kein Jimping drauf.
Hätte man vielleicht noch machen können, aber auch so vollkommen in Ordnung. Der Daumen hält halt die Klinge offen und normalerweise, wenn man den Druck von oben ausübt, kann da auch so nichts passieren. Was ich an den Simon noch als Verbesserungsvorschlag hätte für vielleicht eine zweite Version. Ich habe ja von Brian Fellhölter auch das kleine Fricky. Da dient die Angel dann gleichzeitig noch als Kapselheber. Finde ich immer persönlich ganz gut, wenn man dann, wenn schon so eine Angel da ist, das Ganze dann eben auch noch mit einem Zweitnutzen ausstattet. Die Hardware habe ich so noch nicht gesehen. Das scheint hier eine Ackschraube zu sein, die eben etwas besonders ist, ist auch inzwischen anders als auf dem Bild auf der Internetseite. Gefällt mir alles sehr gut. Wir haben hier nur diese zwei Abstandshalter. Die Klinge ist fest, da gibt es kein Klingenspiel. Alles super sauber gearbeitet. Selbsttragendes G10. Handlage ist natürlich so ein Zwei-Fingermesser, zweieinhalb Fingermesser. Bei meiner Handschuhgröße 9. Wenn man jetzt so den Hammergriff nimmt, hat man natürlich das Problem, dass man die Klinge nicht richtig aufhält. Man muss also immer den Daumen da drauf haben und dann bleiben halt hier gerade zwei Finger über. Was bei dem Messer nicht vorhanden ist, was vielleicht auch noch schön wäre, wäre eine Fangriemenöse. Das ist natürlich ein bisschen schwer anzubringen, weil die Klinge eben viel Platz auch wegnimmt. Ich habe schon überlegt, ob man dann hier den hinteren Abstandshalter nutzen kann mit etwas Paracord, ob das noch gerade so hinkommt, ohne dass die Klinge beim Zumachen nicht ganz zugeht oder gegebenenfalls auch dann das Paracord zerschneidet. Hier ist so ein bisschen Luft. Ich werde es vielleicht mal probieren, um dann die Handlage zu verbessern, dass dann auch der Ringfinger und der kleine Finger hier noch irgendwie ein bisschen Halt haben. Alles in allem, das Modell selber, das Clutch, gefällt mir extrem gut und auch andere Modelle, es gibt da noch einen Slipjoint von ihm, gefällt mir auch gut. Ich werde euch die Seite von Simon auch unten verlinken, dann könnt ihr euch mal seine Arbeiten angucken. Simon arbeitet auch als Designer für andere, hauptsächlich italienische Marken. Ich glaube, von MKM habe ich was von ihm schon gesehen. Also alles in allem. Super Arbeit, qualitativ hochwertig. Ich finde es halt nur schade, dass dann die Internetseite nicht ideal programmiert ist und dass nicht wirklich bei jeder Auswahl, die man bei dem Messer hat, auch dann ein entsprechendes Bild gezeigt wird, was auch stimmt. Und wenn halt bei der Auswahl G10 mit Gun Coty oder Gun Code das Bild mit der hellen, unbeschichteten Klinge gezeigt wird, dann ist das halt ärgerlich. Ja, so viel zu diesem Ersteindruck und zu dieser kleinen oder auch längeren Geschichte, zu meinem Versuch, bei Simone Tonelli ein Klatsch zu bestellen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr grundsätzlich haltet von diesem Modell. Wenn ihr euch da auf der Internetseite ein bisschen umgeguckt habt, wie gefällt euch das? Habt ihr vielleicht selbst auch schon Erfahrungen mit Simon gemacht? Habt ihr dort schon Messer bestellt oder habt ihr Messer in seinem Design schon gekauft von anderen Herstellern? Auch das schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare. Da wäre ich sehr gespannt drauf, eure Erfahrungen zu lesen. Das soll es jetzt aber gewesen sein für dieses leicht zu lang geratene Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.